Moin zusammen und willkommen zur Definitive Edition von Outward. Ist nicht ein schöner Sonnenuntergang? Noch nicht ganz, ja, aber so langsam geht die Sonne unter. Ja, wo waren wir denn hier? Wir waren in, beziehungsweise wir sind auf dem uralten Plateau in der Nähe von Hamatten. Hatten in der letzten Folge versucht, Desi zu helfen. Bei einer Aufgabe, die von einem Dekan, und zwar dem Dekan des Militärviertels, ich habe leider mir den Namen nicht ganz merken können, ich bin noch nicht so firm mit den Namen von denen allen. Wie gesagt, wir sollten für Desi helfen, für den Dekan des Militärviertels. Aber ich habe einen Schlüssel absolut nicht gefunden und dann haben wir uns umentschieden, sind zurück nach Hamatten und haben dort versucht, Informationen zu sammeln, keine gekommen. Aber auf dem Rückweg noch den Glockenturm einmal von Gegnern befreit. Dort gab es einiges an Schwertgolems, einiges an... Sekunde, ich habe vorher noch die ganze Zeit Skyrim gespielt, deswegen bin ich ein bisschen durcheinander mit den Tasten. Einiges an Schwertgolems, aber auch einen ziemlich heftigen Golem. Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Der hatte mich aber zweimal fast zerlegt. So, jetzt haben wir uns ein bisschen ausgeruht. Und sollen beim alten Bunker, das ist nämlich noch eine weitere Aufgabe vom Dekan des Militärviertels, dem Ator helfen. Und ich habe mir so gedacht, hey, vielleicht, wenn ich Ator helfe, bekomme ich das, was ich brauche, um, also den Lagerschlüssel, damit ich Desi helfen kann. Ja, so viel der Plan. Schauen wir mal, ob wir irgendwie was... reißen können. Also außen sind auf jeden Fall keine. Dann bedeutet für mich, die sind im Bunker. Gut. Damit wir nicht überrumpelt werden drin, werden wir uns gleich hier draußen schon mal Essen reinzimmern. Und unsere Kleidung auf unsere Kampfkleidung wechseln. Neben den Aufgaben des Dekan fürs Militärviertel haben wir auch noch eine Aufgabe für den Dekan der Ingenieurskunst. Und dafür müssen wir noch ganz nach unten des uralten Plateaus. Unten rechts ist nämlich eine heilige Linie bzw. eine Quelle der heiligen Linie. Und dort sollen wir ihm ein bisschen Wasser herholen. Ich denke, dadurch, dass ich das jetzt weiß, werde ich ein paar mehr Wasserschläuche mitnehmen, die dann dieses Wasser haben. Denn man braucht auch für manche Alchemie-Rezepte Wasser einer heiligen Linie. Guck mal, als hätte ich es nicht gedacht. Hier warten schon Gegner auf mich. Fangen wir mal an mit den richtigen Sachen. So. Wir brauchen aber auch ein paar Segen. Na, was haben wir denn hier? Ich kann mit Atroa nicht reden. Ich kann mit dem Anführer der vier Winde reden. So, so. Noch ein Besucher. Tja, wie heißt es so schön? Finster ist die Nacht ohne Mond. Ist das so eine Art Parole? Wenn es so wäre, kennst du ganz offenbar die Antwort nicht, stimmt's? Nee. Also, rede oder leere deine Taschen aus, Tourist, bevor wir das für dich übernehmen. Ihr habt ein Paket abgefangen, her damit. Dann bleibt alles friedlich. Von wegen her damit, ich schlag euch die Schädel an. So, eins. Yeah. Kerl da hinten kam mit derselben Masche. Tja, Pech gehabt. Das Paket gehört jetzt uns. Obwohl... Unser Betriebsbudget ist ein wenig knapp geworden. In Ordnung, ich könnte mich davon trennen, aber nur davon, wenn du im Gegenzug was für mich besorgst. Also besorg mir 5 Stück Jerky, einen Wasserschlauch, eine Eisenclaimer und eine Eisenhellebarde. Wenn du das tust, kriegst du... das kleine Kästchen. Und wir lassen deinen kleinen Freund gehen. Klingt fair. Klingt überraschend fair. Also gut, von wegen her damit oder ich schlag euch die Schädel ein. Wir wären nicht kompromissbereit gewesen. Zeit ziehen, Leute! Dann gucken wir mal. So.
So. Ach ja, es gibt ja gar keine First-Person-Ansicht. Nur noch die Waffen sind übergeblieben. Atroz Sufferland. Danke für deine Hilfe, Kergo. Ich dachte, man könnte mit diesen Kerlen verhandeln. Wie sich herausgestellt hat, war ein Lösegeld wohl profitabler. Seufz. So viel zu dem Thema, dass jeder Mensch einen Funken Anstand besitzt. Eigentlich verhandelt man die nicht. Dass sie überhaupt offen dafür waren, ist merkwürdig. Genau. Stimmt. Außerdem bin ich sicher, dass sie eine Parole verwenden. Da fällt mir ein, glaubst du, dass jemand aus Hamatten Geschäfte mit ihnen macht? Das würde ihr Betriebsbudget erklären. All der Ärger für so ein kleines Kästchen. Ich frage mich wirklich, was darin ist. Dass Victor es so unbedingt haben will. Aufbrechen und öffnen? Nein, wir sollen es nicht öffnen. Komm schon, wir haben unser Leben für das Ding riskiert. Na schön. Du hast recht. Wir sollten den Auftrag wie gewünscht zu Ende bringen. Heute ich kehre zurück nach Hamhaten. Danke für deine Unterstützung. Hast was gut bei mir. So, wir haben immer noch nur den Schlüssel zu den verlassenen Unterkünften. Ich würde dann doch mal sagen, ich renne mal eben schnell hier runter. Hier ist ja alles erledigt. Kann ich mich noch erinnern, wo ich lang gelaufen bin? Mal schauen. Gucken wir mal. Ich glaube, ich muss hier lang. Ne. Hä? Achso, das ist der Plünderer. Der Leichnam eines Plünderers. Dann war das hier runter wahrscheinlich. Irgendwo ging es auf jeden Fall runter. Da! Perfekt. Irgendwo ging es runter, wollte ich gerade sagen. Und da geht es dann auch irgendwann zur Tiefbahn. Und die würde ich mir dann doch jetzt schon mal gern eben angucken. Und zwar, ob ich damit zum Lagerhaus komme. Das könnte ja auch sein. Was ist das? Ach, ein Spinnennetz. Die Zellebarte brauche ich nicht. Gut, dann schauen wir mal eben. Lesen. Forschungslabor, Gießerei, nächste. Lagerhaus. Derzeit nicht verfügbar. Grund, Mana-Wert kritisch. Derzeit verwendet für titanisches Golem-System. Forschungslabor? Oh, das ging. Mal gucken, wo wir rauskommen. Vergessenes Forschungslabor. Auch Gegner lassen sich erfassen. Ja, ja, das weiß ich. Lad! Bin gespannt wie ein Flitzebogen, ey. Edelsteinschlüssel B, Edelsteinschlüssel A. Hier müssen wir also dann Edelsteinschlüssel sammeln. Und dann können wir wahrscheinlich den Hebel umlegen. Ich erkunde hier ein bisschen. Ah ja, dich kennen wir. So. Schundhaufen. Und diese Schrecken hier. Muss mir mal eben mein Schwert noch holen. Das hätte ich gerade gebrauchen können. So. Ist hier irgendwo der Edelsteinschlüssel, den wir suchen? Gerümpelklämer? Nehmen wir mal mit. Nichts, nichts. Nichts. Hier war auch nur der Schundhaufen. Scheint also nichts hier zu sein. Oh, dann gucken wir mal auf der anderen Seite.
Wow! Was ist das? Wow! Der hält auf jeden Fall eine Menge aus. Und hat Zauber. Ich würde gerne mal wissen. Man muss jetzt die Fluchtfliege hier langfliegen. So, ich muss mich mal eben hier um die Ecke ziehen. Was bist du? Makelloser Räuber. Ich habe einen Makellosen erlegt. Gewährt den Einnehmenden die Mana-Regeneration eines Illuminators. Und die Waffe von dem können wir nicht mitnehmen. Was? Der hat mich angegriffen. Ich muss mich verteidigen. So, was haben wir hier? Ein Schundhaufen. Ein bisschen Blunder. Ich denke immer, da ist was in den Ritzen und dann ist da gar nichts. Ohren und Augen auf. Spiel pausieren. Sekunde. Bei so einem spannenden Punkt muss man auch noch pausieren. Ja, Mensch, Mensch, Mensch. Also. Was haben wir hier? Dann sieht ein Großhammer. Nehmen wir erstmal einfach mit. Also wie es scheint, gab es nur hier diesen makellosen Räuber. Und halt die Schrecken. Und wir brauchen, um das Tor zu öffnen, diverse Schlüssel. Nämlich Edelsteinschlüssel. Und dann können wir... Das Subjekt ist entkommen. 4 Schlüssel Notfallentriegelungsprotokoll aktiviert. Vorsicht vor abtrünnigen Golems. Der Versuch von... Im Inneren gefangene Personen zu retten, ist strikt untersagt. Die 4 Edelsteinschlüssel werden in Golems der Wächterklasse eingesetzt, um sie von der Kontrollschaltkreisen des Subjekts fernzuhalten. Alle Schlüssel müssen voneinander getrennt bleiben, bis die Situation wieder unter Kontrolle ist. Aber ich will die gerne. Mach mal die Gießerei. In der Gießerei ist bestimmt ein Dude. Also es ist... Das hört sich aber so an, als wäre das der Schmiedemeister, oder? Ist der das? Okay. Wir brauchen ein Schild, ein Buff, ein Schwert. Wir brauchen ein wenig... Wo ist es? Da, so ein Nadel, so ein Ding ins Tee. Wir müssen hier so ein Turm mit Eintopf essen. Bergmanns Omelette. Dann gucken wir mal. Was haben wir hier? Worst case, ich flüchte. Die Tür ist mir nicht geheuer. Oder dieses rote Licht da, sagen wir es so. Ich hab mega Schiss. Da ist nichts. Oh. Was ist hier? Okay, das ist ein normaler Golem. Ich bin etwas erleichtert. Da ist ein Gegner, den ich kenne. Leichnam eines Arbeiters. Der hat ein Rezept für einen Purpurkürbiskuchen. Lecker. Wenn ich nicht so angespannt wäre, würde ich mich freuen.
So, mein Freund. Ich muss dich mal bitten, hier in meine Falle zu treten. Und nochmal in meine Falle zu treten. Danke. Wie heißen die? Schmiedgolem. Alter, warum muss mir jetzt die ganze Zeit die Nase jucken? Da ist ein Rostiger. Und da hinten ist irgendein Viech. Ein krasseres. So, ich probiere. Das hat mich gesehen. Kommt man hier durch? Ja. Macht keinen Schaden. Oh! Ich konnte mich nicht verteidigen. Ich wollte ran, um zu gucken, ob ich durch die Wand angreifen kann. Keine Chance. Und das macht mich so schnell kaputt. So, du erlangst das Bewusstsein, als deine Rüstung schnarrend über den Steinboden schleift. Dir wird schlagartig klar, dass ein Golem dich am Fuß durch die Fabrik zieht und beharrlich in Richtung einer Feuerstätte marschiert. In einem Moment des Glücks schaffst du es, deinen Stiefel abzuwerfen und in einen nahegelegenen Lagerraum zu flüchten. Der Golem marschiert mit deinem Stiefel in der Hand weiter, ohne deine Flucht zu bemerken. Ich sehe nichts. Bro, 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 bro. Schlüssel zur unteren Gießerei. Oh, ey. Da sind meine Stiefel. Wo ist mein Rucksack? Eieieiei. Okay. Habe ich was, womit ich mein Leben wieder auffüllen kann? Ich glaube nicht. Verbrannte Ausdauer, verbrannte Ausdauer. Gut, anders. Essen war. Das ist wichtig. Essen. Und gucken wir uns um. Also das war eine dumme Idee, an den Zaun zu gehen. Ganz klar mein Fehler. Aber, Alter, diese Mucke macht mich fertig. Was bist du? Brennender Mann? Wollten die mich auch zu sowas machen? Na,
Aua! Okay, 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 okay. Leichnam eines Arbeiters. Alles mitnehmen. Das ist gefährlich hier. Das ist richtig gefährlich. Also ich vermute es. Ich weiß es nicht. Wobei ich fände es ein bisschen komisch, weil wir haben... Da hinten hinlaufen. Wir haben dem schon ziemlich viel Schaden gemacht. Mit dem einen Ball. Sah zwar nicht viel am HP-Balken aus, aber der Ball macht etwa halb so viel Schaden wie unsere Falle. Oder ein Drittel so viel Schaden wie unsere Falle, sagen wir es so. Nicht ein Drittel. Nicht halb. So 60% so viel Schaden. Circa. Wie die Falle. Und wenn wir den richtig kiten, wir dürfen halt nicht getroffen werden. Da können wir nicht runter. Wenn wir den richtig kiten, dann sollte man den besiegen können. Problematisch ist der Punkt, dass ich mit einem Schlag weg bin. Weil der haut mich ja sofort vorne Socken. Und ich weiß nicht, ob der Fernkampfattacken hat. Wenn der Fernkampfattacken hat, dann ist es, glaube ich, so, dass ich den fast nicht besiegen kann. Stand jetzt bräuchte ich vielleicht bessere Ausrüstung. Was ist denn hier so am... Da oben sind Gegner wahrscheinlich. Ich bin jetzt irgendwo in der Gießerei. Ich muss mich hier rauskämpfen. Aber das sollte klappen. Ich weiß, wo wir sind. Okay. Bevor wir jetzt in das Viech reinlaufen. Flüchten! Ich kann hier nicht weiter. Ich kann mich kurz verschnaufen. Wieso habe ich so wenig Heiltränke? Okay. Wir kriegen das hin. So. Ciao. Jetzt sind wir schneller. Da oben war nichts, oder? Doch, hier ist noch eine Kiste. Ich glaube, ich hab's abgehangen. Raus hier. Und tschüss. So, war hier noch was? Ja, hier ist noch was.
So, ich weiß nicht, wofür der Schlüssel ist, aber wir haben Schlüssel gefunden. Der Zug weg? Nein, warte, ich bin falsch abgebogen. Es gibt zwei Haltestellen. Meine Herren, ey. So, ich mach mal eben kurz Einstellung. Nee, hier. Nicht das irgendwie geregelt, dass man die Bahn sieht? So. So. Wir brauchen ja noch ein Thumbnail. Also, ich würde sagen, wir gehen einfach mal zurück. Wo ist das hier? Nächste Auswahl. Lagerhaus, Golemfabrik, Testräume. Hoppala. Da wollte ich gar nicht hin. Ich will zurück. Zurück nach alter Bunker. Ich hoffe, man kann da noch hin. Um Gegenstände, Waffen und Fähigkeiten im Kampf schnell einsetzen zu können, solltest du sie in Schnellslots legen. Tue ich. Hier möchte ich nicht hin. Unterkünfte. Denn wir wollen eigentlich zurück nach Hamatten. Zurück nach Hamatten und mit das Paket werden wir wahrscheinlich abgeben können. Dann nochmal eben. Kann man nicht. Rucksack Übergewicht. Sache. Ja, dann machen wir das so. Machete tauschen wir gegen Kasitsäbel. Gucken wir mal hier. Ich wollte schon gucken, dass ich jetzt noch ein bisschen was an Wert mitnehme. Auch gar nicht geklatscht. Okay. Erledigt. So, wollte wieder schon gucken, dass ich ein bisschen was am Platz Wert mitnehme. Hier Gewicht. Ich glaube, das war der letzte, der hier noch am Leben war. Wo ist das Schild? Ich hatte ein Kasitenschild. Da. Perfekt. Dann können wir, glaube ich, noch die beiden Dinger hier mitnehmen. Und die Troglytenkiste auch plündern. Die haben wir letztes Mal nicht geplündert, als wir hier waren, weil wir keinen Platz mehr in der Tasche hatten. Das hätte keinen Sinn gemacht. Wow, ist Holz drin. Kurz mal das Lexikon anlegen. Falsch. Die Falle wollte ich nicht legen. So, perfekt. Blutpilz können wir auch noch mitnehmen. Und gewöhnlicher Pilz. Na komm schon. Ich glaube, wir schaffen es nicht mehr ganz bis Hamatten, weil hier sind noch ein paar Sachen, die ich schon gerne mitnehmen will. Gerade auch die Pilze und die Alchemiematerialien bzw. Kochutensilien. Denn wir gehen ein bisschen auf dem Zahnfleisch, was Proviant angeht. Also nicht Reiseproviant, aber Proviant mit in dem Sinne von Bergmannsomelett, Gourmet-Eintöpfe und. Solche Sachen halt. Da will ich gucken, dass ich zumindest, wenn ich hier noch die Chance habe, Sachen mitzunehmen, diese auch mitnehme. Aber ich glaube, das war's. Höchstens könnte noch irgendwo was rumliegen, was ich jetzt so nie auf dem Schirm habe. Da ist noch was. Und hier? Ach ne, hier war der Weg zurück. Den hatte ich gar nicht gesehen. Okay.
Ach ja. Pilzhellebarden. Wie viel Rucksackgewicht habe ich jetzt? 127. Irgendwas in der Tasche, was ich lernen kann? Ja. Ansonsten. Alles mehr wert als Pilzhellebarden. Würde ich die doch mal wegschmeißen. Gut. Ja, den restlichen Weg machen wir nächste Folge. Zurück nach Hamatten. Ich scheue ja immer, dass ich die Outward-Folgen auf 30 Minuten halte. Also ich fand's spannend da in der Gießerei. Ich muss auch mal überlegen, wie wir dieses fette Viech wegbekommen. Zügig des Lagerraumschlüssels bin ich noch nicht schlauer. Das stört mich ein bisschen. Aber, learning by doing. Ja, man kriegt es schon irgendwann raus. Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Tschüss.